Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-VOD. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wir hatten gerade ein paar Startschwierigkeiten, deswegen muss ich die Aufnahme jetzt nochmal starten. Und zwar haben wir ein Problem irgendwie, dass in der allerersten Cutscene von diesem Spiel der Ton einfach abcrackt. Warum auch immer. Überall anders scheint der Ton zu funktionieren, aber in der Cutscene geht er nicht. Also nicht wundern, da müssen wir jetzt leider einfach durch die erste Cutscene. Das Spiel ist aber auch nicht offiziell draußen, deswegen vielleicht ist es einfach noch ein Glitch und der wird in der normalen Aufnahme dann eben, also in einem normalen Release dann nicht vorhanden sein. Ja, aber trotzdem schön, dass ihr am Start seid. Ich kann auch hier nur noch mal ganz kurz sagen, falls ihr das Spiel selber kaufen möchtet, sehr, sehr gerne bei meinem Partner Instant Gaming shoppen gehen, würde mich sehr krass supporten und sehr krass freuen. Gerne einfach mal den Link in der Beschreibung abchecken oder hier auf Twitch einfach Ausrufezeichen IG eingeben. Ja, ich habe eben einen sehr, sehr schönen Übergang für die Werbung gehabt. Leider ist der jetzt nicht mehr vorhanden. Aber so ist das eben manchmal, Chat. Ne? Da muss man jetzt mit arbeiten. Das hier ist schon mal das Hauptmenü. Das scheint auch zu funktionieren. Das ist ja schon mal eine sehr schöne Sache. Also wir springen jetzt einfach in die Story rein. Ja. Und für die Leute, die noch nie was von diesem Spiel gehört haben. Also es soll theoretisch sowas in der Art wie ein Ameisensimulator sein. Also man spielt eine Ameise und das Spiel hat sogar einen Story-Modus und den werden wir uns jetzt zusammen angucken. Chicane, einen wunderschönen guten Abend. So, und jetzt werdet ihr sehen, was wir meinen. Das. Warum auch immer. Wir haben gerade versucht, das irgendwie zu fixen, aber es geht nicht. Alle anderen Soundeffekte und so funktionieren, aber... Ja, ich weiß nicht, warum das bei dem jetzt so ist, bei dieser einen Cutscene. Ist das ein Sponsored Stream oder wie kann der das vor Release spielen? Nee, ich habe einfach einen Key bekommen. Aber man kann das Spiel schon jetzt spielen, aber nur als Vorbesteller, glaube ich. Ja. Also das ist kein Sponsored Stream. Ich habe einfach nur einen Key bekommen, um es selber auszuprobieren. Bro, diese Cutscene sieht so cool aus. Und leider geht die Musik nicht. Warum ist das so? Warum muss bei mir immer irgendwas darf... Warum funktioniert bei mir nie irgendwas? Ey, Junge, das ist so schade, Mann. Warte. Und ich kann auch die Musik, glaube ich, nicht ausmachen, ist das Problem, ne? Warte mal, Dialoglautstärke? Ist es vielleicht das? Bro, ich kann es nicht mal ausmachen. Weil sonst würde ich jetzt einfach so andere Musik drunter legen, aber... Warte mal, Filmsequenzlautstärke vielleicht? Vielleicht liegt es an der Filmsequenz und es ist gar nicht die Musik. Oh, das ist es. Okay, also Chat, tut einfach so, als wären da jetzt sehr, sehr schöne Soundeffekte und eine sehr, sehr imposante Musik. Und stell dich vor, da würde jetzt ein Erzähler erzählen, wie in einer Dokumentation auf Netflix oder weiß ich nicht wo. Und er erzählt euch jetzt etwas über dieses wunderschöne Ameisenvolk. Das hier sind die Blattameisen. Tief unten in den Höhlen haben sie sich verschanzt. Machen sich bereit auf den totalen Weltkrieg. Aber ich meine, die Cutscene sieht schon geil aus halt. Ne? Es sieht schon wirklich toll aus. Wir tun einfach so, als ob es extra so mit dem Sound ist. Wir haben hier Sound gerade. Also wer den Sound auch gerade nicht hört, der hat auch einfach ein Problem. Ah, ja, so viel Musik. Schön. So fleuchtest und keuchtest da unten in diesem schönen Ameisenbau. Ich kann praktisch dieses Krabbeln hören. Ich muss ja sagen, ich finde die irgendwie eklig, aber irgendwie finde ich Ameisen auch einfach unnormal cool. Ne? Ich meine, das sind so krasse Motherfucker. Und auf der anderen Seite sind die ja auch nicht mal wirklich besser als wir Menschen. Wir sagen ja immer Tiere, boah, die Tiere sind einfach bessere Menschen und dies und das. Aber auf der anderen Seite sind die gar nicht so viel besser. Also gerade Ameisen, Junge, die sind einfach gefühlt nur da, um Kriege zu führen. Das sind die übeltriebenen Weltficker. Die nehmen einfach alles ein, die bekämpfen sich untereinander. Ich glaube, das, was halt eben so eklig ist, ist, dass sie so viele Beine haben, ne? Und so ein bisschen in Richtung Spinne gehen. Ich glaube, das ist das, was so eklig ist. Ach, Joshua, jetzt hörst du schon wieder diese Stimmen in deinem Kopf. Ja, das passiert mittlerweile irgendwie immer öfter. Ich weiß auch nicht. Leider, leider. Oh, guck mal. Frische Luft. Wie geil. Ich erschnuppere es. Ich meine, es sieht so cool aus, ne? WTF. Also grafisch wirklich geil. Dieser ganz vorhandene Sound ist wirklich ein Banger, muss man schon sagen. Es ist wirklich toll, ja. Wartet mal, haben wir da vielleicht auch... Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob ich da auch die passende Musik zu habe. Und zwar hier über meinen Epidemic Soundcloud. Ich habe da ja auch immer meine Playlists. Ich glaube, ich habe da eine Musik, die wir brauchen. Es könnte er hier sein. Vielleicht passt der ganz gut. Chat, denn eigentlich sind diese Ameisen gerade alle auf dem Weg zu einem kolumbianischen Fest.
Es passt sogar wirklich. Guck mal, was für ein schöner Tag. Ist es nicht schön, eine Ameise zu sein? Oh. Diese Käfer haben wir immer Fickkäfer genannt, als wir jünger waren. Die waren nämlich immer wirklich nur am Rumbumsen, diese Viecher. Immer, durchgehend. Oh, guck mal, wie er sich anpirscht von hinten. Boah, ist das so ein Nashornkäfer? Alter, der sieht ja übertrieben geil aus. Eine Schnecke. Alter, ey, das sieht so cool aus. Warte mal, Nein, die bringen die Schnecke um. Warte mal, ich brauche Kampfmusik. Alter, kann es sein, dass sie jetzt diese Schnecke attackieren? Warte mal, ich brauche Battle Music. Ich brauche so Kampfmusik. Oh mein Gott, Chat, ich glaube, sie pirschen sich jetzt an diese arme, nichtsahnende Schnecke heran. Oh nein. Nein! Sie greifen an! Mr. Schneckerich, verteidigen Sie sich! Oh nein. Guck mal, wie sie versuchen, sich daran zu graben. Aber sie haben keine Chance gegen die harte Schale, das harte Haus der Schnecke. Guckt sie euch an, wie sie da stehen. Und auf ihre Beute warten. Und wie sie versuchen, einen Weg ins Innere der Schnecke zu finden. Okay, Chat, die Luft ist rein. Alles gut. Sie ziehen ab und sie ziehen weiter. Alles gut, alles gut. Wir können wieder hier zuschwenken. So, die Reise geht weiter, ohne irgendjemanden umzubringen. Cool. Nein! Warte mal, ist das der Nächste, den die angreifen wollen? Oh mein Gott, Ameisen sind so asozial. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder zur Kampfmusik gehen. Warte mal, versuchen sie jetzt diese... Nein, wirklich? Okay, Chat, das ist also langsam, so schnell kann ich die Musik nicht mehr switchen. Verfick nochmal. Ich kann so schnell nicht hier Musik switchen. Was hat die Ameise vor? Sie pirscht sich auf der anderen Seite heran. Oh nein, flieg, Schmetterling, flieg. Und auch heute gab es kein Essen für die arme Ameise. Das heißt also, die Reise geht weiter. Oh nein, schon wieder? Oh nein, sie hat schon wieder den Versuch. Sie hat schon wieder einen Versuch. Und die Stimmung kippt. Flieg, Schmetterling, flieg! Lebe! Oh nein. Es sieht knapp aus. Tatuta, dankeschön auch an dich für deinen Follow. Dankeschön. Ich glaube, das letzte Stündlein hat geschlagen. Und sie macht sich zum Angriff bereit. Das war ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Und schon wieder ist der Schmetterling entwicht. Und die Ameise hat leider schon wieder nichts zu essen. Mit leeren Händen wird sie nach Hause kommen. Warte mal, dafür brauche ich eigentlich... Eigentlich brauche ich dafür noch eine Musikrichtung. Warte mal, ich brauche noch eine Musikrichtung. Ich brauche eigentlich noch... Leider wird die Ameise ohne Futter nach Hause kommen. Der Stamm wird sie wahrscheinlich abstoßen und sie wird alleine leben müssen.
Leider gibt es kein Essen. Kein Schmetterling für die arme Ameise. Naja. Das Leben geht weiter. Die erste Jagd. Westliches Belokan. Okay, wartet. Ich glaube, jetzt sind wir dran. Wir sind dran! Ich heule. Ja, Chad, es ist so traurig. Oh mein Gott, wir haben nichts zu essen. Scheiße. Wir sind einfach komplett am Arsch. Wir haben nichts zu essen. Warte, okay, jetzt glaube ich, kann ich die Musik wieder hier hochdrehen, oder? Dialoglautstärke, Filmsequenzen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Chad, ich mache ein bisschen lauter für euch. Ich hoffe, jetzt gleich kommt da nicht irgendwie ein Tiger um die Ecke gesprungen. Da sind wir also. Ohne Nahrung. Abgestoßen von unserem Ameisenbau. Alter, dieses... Ein Einzelgänger. Okay, jage den Schmetterling. Begebe dich zum Ende des Zweiges. Wo ist der Schmetterling? Halte Y gedrückt und lass los, um zu springen. Du kannst deine Ausrichtung ändern, während du einen Sprung auflädst, indem du L drückst. Während du LT oder B, um einen aufgeladenen Sprung drücke LT oder B, um einen aufgeladenen Sprung abzubrechen. Drücke Y, um kopfüber herunterzufallen. Oh mein Gott, ich kann meinen Sprung aufladen und ich kann twerken. Habe ich einen Fallschirm? Oh mein Gott. Alter. Ich bin eine Ameise. Hey, wie geil. Oh mein Gott, da ist der Schmetterling-Chat. Vielleicht werden wir doch nicht ausgestoßen. Vielleicht haben wir Glück. Und wir kommen doch mit etwas zu essen nach Hause heute Abend. Mr. Schmetterling, mach es uns beiden doch nicht so schwer. Mach es uns doch beiden nicht so schwer. Scheiße. Der kleine Wicht. Er ist zu schnell. Ey, Chat, ich muss wirklich sagen, warte mal, ich mach die Musik ein bisschen leiser. Alter, aber die Soundeffekte sind ja unnormal geil. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich habe jetzt extra so ein bisschen lauter gemacht für euch. Ich weiß nicht, ob die Lautstärke so okay ist. Junge, diese Soundeffekte sind unnormal geil. Und die Musik ist auf jeden Fall auch sehr intens. Kontrollpunkt erreicht. Dann können wir mal ganz kurz darüber reden, wie unnormal schön das aussieht. Ameisen haben einfach keinen Fall Damage. Oh, da ist die Schnecke. Warte mal, was kann ich noch so? Was sind meine Skills als Ameise? Was ist das? Okay, ich kann so spähen praktisch. Wie cool. Ja, guck mal, wie sie sogar noch so nach oben geht. Wie geil. Mr. Schmetterling, ich werde dich bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Kontrollpunkt erreicht. Hä, ist das praktisch auch wie so ein Jump and Run? Es fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen an wie so ein Jump and Run. Oh, 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 oh. Scheiße, wie komme ich da hoch? Kann ich da jetzt einfach hochlaufen an dem Stiel hier? Ach, wie geil. Junge, Ameisen sind so cool. Neuer Eintrag in der Liste der Kreaturen. Wasserläufer. Alter, sind die riesig. Ey, Junge, diese Viecher, ne? Ich beobachte die so gerne einfach so oft, wenn ich am See sitze. Ich finde das so lustig. Also, wir haben sogar eine Sammlung. Und wir haben jetzt einen Schmetterling. Ein niederes fliegendes Wesen. Seine breiten und farbenfrohen Flügel sind eine Delikatesse. Vielleicht, weil einige von ihnen Aas fressen. Das ist unnormal krass, ne? Schmetterlinge fressen sich teilweise gegenseitig, ne? Die essen sich einfach gegenseitig. Niederer Wasserkäfer lebt in ruhigen Flüssen und stehenden Gewässern. Viele Schwestern würden diese Technik gerne erlernen. Viele Schwestern. Geil. DM, schlaf gut, pass auf dich auf. Aas fressen? Ja, Aas. Hast du, oder meinst du Ass? Hast du noch nie Aas gehört? Neuer Eintrag? Blattlaus. Warte mal, wo ist hier eine Blattlaus? Chat, wo ist denn hier eine Blattlaus? Ich will die Blattlaus sehen. Die ist ja bestimmt, die sieht doch auch richtig cool aus, bestimmt. Niedere Kreatur. Alles ist irgendwie so eine niedere Kreatur, die einen köstlichen Honigtau produziert. Wird im Kampf zur Heilung von Legionen verwendet. Im Kampf praktisch nutzlos.
Der Schmetterling ist einfach zu krass. Der kann fliegen und wir nicht. Was mache ich denn dagegen? Warte mal, habe ich hier gerade eine Blattlaus gehört? Ah, die sind hier unter uns. Da. Warte mal, kann ich zu denen gehen? Ich würde mich gerne... Wie lasse ich mich fallen? Okay, so kann ich die Kamera verändern. Alter, wie süß die aussehen. Aber die sehen auch ein bisschen aus wie richtig fette Zecken, ne? Ja, okay, vielleicht sind die doch nicht so süß. Die sehen auch irgendwie aus wie so richtig fette Zecken. Oh, shit! Oh mein Gott, Alter, das war fast zu weit. Guten Tag, Mr. Blattlaus. Linda, einen wunderschönen guten Abend. Das sind die Geringverdiener im Insektenleben. Wahrscheinlich, ja. Kontrollpunkt erreicht. Boah, dieser Schmetterling, der wird noch sein blaues Wunder erleben. Meint ihr, wir werden den kriegen? Hui. Das Vieh im Wasser finde ich gruseliger. Meinst du diese, die Wasserläufer oder was? Guck mal, da hinten ist eine Nacktschnecke. Da ganz hinten ist eine Nacktschnecke. Boah, eigentlich bräuchte man wirklich so einen Erzähler, der einem so irgendwas über Ameisen erzählt in dem Game. Das könnte einfach eine spielbare Dokumentation sein über Ameisen. Sprich mit deiner Schwester. Was? Ich habe eine Schwester? Drücke A, um zu interagieren. Halte B gedrückt, um zu rennen. Okay, wir können auch... Oh mein Gott, das war ganz knapp. Ich bin fast ertrunken. Ich glaube nicht, dass sie schwimmen können. Okay, also wir können auch sehr schnell rennen. Cool. Ich habe eine Schwester. Zack. Oh, diese Soundeffekte sind ja so toll. Wo ist denn meine Schwester? Ameisen können sprechen, natürlich. Hast du noch nie mit einer Ameise gesprochen? Aber ich weiß nicht genau, wo sie ist. Ist sie da unten? Ey, Junge, das sieht so geil aus. Also ich bin ja sowieso, ich liebe ja Wälder über alles, ne? Aber Junge, also das ist ja Wahnsinn. Vor allem, ich spiele ja auf 4K. Ich werde das auch auf 4K hochladen auf YouTube. Das ist ja ein Traum. Guck mal, da vorne ist unsere Schwester, Chat. Zack. Oh, und dieser Boden. Guck mal, es sieht so aus. Ich würde da so gerne durchspazieren durch diesen Moosboden. Eintrag in der Liste der Kreaturen. Arbeiterin. Oh, was haben wir denn hier? Sammlungen? Eine Arbeiterin. Roter Körper, brauner Hinterleib. Perfekt zum Sammeln und Ernten von Ressourcen zur Brutpflege und zum Bauen. Stark gegen Schützen, schwach gegen Soldaten. Geil. Gleich kommt ein Nasenbär. Was? Habt ihr das... War das ein Vogel? Habt ihr das gehört? Was ist da gerade über uns geflogen? Das hat sich angewiesen wie ein Flugzeug. Oh, guck mal, da ist sogar ein Fußball, wo die Nacktschnecke drüber läuft. Okay, das ist unsere Schwester. Sprich mit 753. Finde deine verlorenen Schwestern. Hey, komm näher. 103.683, du scheinst verwirrt zu sein. Ein kleiner Spaziergang macht dich vielleicht munter. Unser Speer oder unsere Speer haben zwei unbekannte Objekte gefunden, die untersucht werden müssen. Ich kann jetzt sogar auswählen, was ich sage? Ich werde die unbekannten Objekte finden. Weißt du, wo sie sein könnten? Wann bist du aufgewacht? Wer ist außer uns noch wach? Wann bist du aufgewacht? Wann stehen Ameisen so auf? Heute Morgen, ich war schon mit der ersten Gruppe unterwegs. Die ganze Stadt wird bald verhungern. Wir müssen uns beeilen. Ressourcen und Nahrung sind für unsere schlafenden Schwestern in Bellokan lebensnotwendig. Hä, wie geil. Okay, wir werden das Objekt finden. Also Schwester, wir sehen uns. Kleiner Küsschen, kleiner Bussi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, guck mal, jetzt können wir nach da rechts gehen. Nee, wir gehen erst zu dem Fußball. Ich will mir den Fußball angucken. Oh mein Gott, diese Geräusche. Chat, ist das laut genug? Ich will, dass ihr das richtig schön hören könnt. Junge, das ist ja ASMR des Todes. Auch dieses ganz leichte Laufen. Das ist so süß. Da war... Ach, das ist ein Schmetterling. Ist das der eine Schmetterling? Guck mal, da oben ist sogar... Ist das ein Marienkäfer? Da oben läuft ein Marienkäfer sogar. Besonderer Ort wurde entdeckt. Wie geil. Okay, können wir den erkunden oder was? Wie cool. Was wird das kosten?
Ich glaube, bei Steam kostet das so 40, 50 Euro. Bei Instant Gaming wirst du wahrscheinlich ein paar Euro sparen, schätze ich mal. Neuer Eintrag in der Liste der Kreaturen. Nacktschnecke. Oh, da oben ist Sir Nacktschnecke. Bringt er mich um? Mr. Nacktschnecke, ich würde gerne mit ihm kommunizieren. Kann ich auch... Oh mein Gott! Okay, wir beide werden jetzt die Weltherrschaft an uns reißen, mein Guter. Wir werden diese ganze Welt einnehmen. Einfach ein Bus. Der Nacktschneckenbus. Finde ein Geruchsmolekül, um mit der Untersuchung zu beginnen. Finde alle Geruchsmoleküle, um ein Objekt zu untersuchen. Okay. Oha, guck mal. Warte mal, zieht er sogar die Fühler ein? Was? Nee. Oh, oha, Alter, das ist ein sehr cooles Detail. Der zieht sogar diese Äuglein ein. Einfach mal eben Kille-Kille gemacht. Ah, das sind die Dinger. Okay, die muss ich einsammeln. Die hier. Untersuchung 2 von 5. Kann ich die irgendwie orten oder so? Die sind so ganz leicht hervorgehoben. Hier. Zack. Okay, uns fehlt nur noch eins. Ein einziges Geruchsmolekül fehlt uns noch. Aber wo ist es? Oh mein Gott, das ist wie bei Power Simulator, der letzte Prozent. Jetzt kracht's. Ah, ganz oben. Okay, war klar. Zack. Neuer Eintrag in der Scan-Sammlung. Riesige Kugel. Unbekannter Ursprung. Geil. Der hatte eine Schwachstelle auf der rechten Seite. Eine Schwachstelle? Meinst du das da? Alter, das ist ja so geil. Junge, das fühlt sich einfach gerade an, als würde ich so einen Spaziergang durch den Wald machen, aber halt als Ameise. Junge, Videospiele sind so cool, ne? So, wir laufen einfach mal weiter. Marienkäfer! Oh, können wir zu denen gehen? Die haben bestimmt Angst vor uns, oder? Marienkäfer? Warte, lass mal zu denen laufen. So, ich komme angesprintet. Brrr. Sir, darf ich mir sie von nahen angucken? Hallo? Ey, krass, ne? Wie groß die sind im Vergleich zu uns. Oh, diese Blätter sehen voll schön aus. Auch das Geräusch, wie die gehen. Das ist so ein ganz leises Kratzen irgendwie. Was zur Hölle ist das? Was ist denn das? Besonderes Objekt wurde entdeckt. Ist das eine Birne? Was ist das? Ob wir gefressen werden können? Ich habe keine Ahnung. Also bestimmt, oder? Ich meine, also Ameisen haben ja auch Gegner, oder nicht? Aber wahrscheinlich, also andere Ameisenvölker sind ja natürlich die Gegner. Was sind denn so natürliche Fressfeinde? Also von was werden die so gefressen, meine ich? Ein Pfirsich. Nahrung, Ressource als Kolonie markieren. Oh, können wir das abbauen, das Ding? Für unseren Stamm oder sowas? Auf Instant Gaming kostet es 38,99 Euro. Wie viel kostet das bei Steam? Oh, ich liebe diese Geräusche. Holy shit. Okay, wir müssen unserer Schwester Bericht erstatten. Großartige Arbeit. 103, ich sage einfach 103. Aber einige Schwestern werden noch vermisst. Würdest du bitte rausfinden, wo sie sind und die Lage für mich einschätzen? Gibt es irgendeine Gefahr? Feinde? Noch nichts. Der Wald wacht erst langsam auf. Boah, ob wir auch eine Nacht erleben in dem Spiel? Die Bienen schlafen noch und Spinnen wurden noch keine gesichtet. Spinnen! Bienen und Spinnen. Oh nein, Spinnen! Ich habe nicht drüber nachgedacht. Oh mein Gott, ich werde mich zu Tode ekeln, wenn da eine Spinne kommt. Ich werde kreischen wie ein waschechter Mann. Wenn wir jetzt wirklich da eine Spinne finden. Bienen sind cool, aber sind anscheinend auch Gegner. Wusste ich gar nicht. Wir sollten vorläufig auf keinen Widerstand stoßen. Okay. Was ist mit der Nahrung? Wir dürfen es nicht einfach hier lassen. Der Duft, mit dem du die Nahrung markiert hast, er wird unsere Schwestern aus der Stadt anlocken. Jede von uns hat eine Aufgabe. 103, überlass die schwere Arbeit unseren belokanischen Schwestern. Gibt es noch etwas zu berichten? Ich habe Gerüchte über eine Expedition gehört. Es sieht aus, als ob die Stadt unbedingt aufwachen will. Mutter hat Pläne für uns. Große Pläne. Unsere Schwestern dürfen nicht allzu weit weg sein. Ich werde sie finden.
39 Euro bei Steam, die Deluxe 50 und die normale 40 Euro. Okay, dann ist der Unterschied ja gar nicht so groß. Pass auf, dass die Erinnerungspheromone auf das deine... Pass auf, dass Erinnerungspheromone auf, dass deine Schwestern hinterlassen haben. Okay. Was hat das zu bedeuten? Diese Soundeffekte klingen ein bisschen wie die Viecher aus Silent Hill. Echt jetzt? Oh, das hört sich so schön an. Guck mal, wie süß einfach dieses kleine Pflänzchen hier. Ich glaube, da ist wieder gerade irgendwas über uns geschwebt. Okay, was haben wir hier? Das sind die Pheromone oder was? Erinnerungspheromone. Termiten? Bro, was passiert denn jetzt? Als wir nach Nahrung suchten, stießen wir auf Termiten. Es kam zu einem Kampf. Dass Termiten so nah an Bellokan herankam, war auf jeden Fall überraschend und beunruhigend. Ich fühle mich gerade, als wäre ich so in der Steppe. Wir haben diese Bedrohung jedoch schnell abgewehrt und sie mit 2-1 überwältigt. Jetzt gleich kommt der Elden Ring Boss, ja wirklich. Einfach Abo-Abzeichen vom ersten Monat, halt echt. Okay, neuer Eintrag in der Erinnerungspheromonsammlung. Termiten, Fragezeichen. Termiten. Okay, muss ich das jetzt da lassen, oder? Wir sollen wieder Bericht erstatten. Das Geräusche, dieses laute Geräusch, sagst du, ist wie aus Silent Hill. Muss ich mal drauf achten. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber mal gucken. Wir haben Nahrung, die meisten unserer Schwestern sind in Sicherheit und wir haben unser Gebiet verteidigt. Und all das am ersten Tag, nachdem wir aus dem Winter erwacht sind, das ist ein gutes Zeichen. Zeit, nach Bellokan zurückzukehren. Gibt es Neues aus... Ey, ich finde das so krass, dass es richtige Dialoge gibt. Gibt es Neues aus Bellokan? Nichts Besonderes, die Stadt wacht gerade erst auf. Mutter spricht schon von einer Erweiterung. Sie hat große Pläne für uns. Sie will, dass wir das Ende der Welt erforschen. Irgendwelche Verwundeten bei unseren geretteten Schwestern? Ein paar. Eine konnte den Rückweg nicht bewältigen, sie wird bald sterben. Die anderen werden schon klarkommen, wir haben uns heute gut geschlagen. Was hältst du von Bellokan? Stolz, Freude, Genuss, Wärme, Loyalität. Bellokan ist nicht nur eine Stadt, es ist das Herz unserer mächtigen Föderation. Gemeinsam sind wir stärker, Schwester. Okay, dann... Reisen wir weiter. Gehe zurück nach Bellokan. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, aber wir gucken mal. Zack. Toni, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir spielen heute da. Ach, das ist wirklich, es ist eine Hummel oder eine Biene, die so über uns scheppert. Wir spielen heute Empire of the Ants, heißt das Spiel. Wir haben also, es ist aber theoretisch ein Ameisensimulator, könnte man meinen. Natürlich die Frage, wo müssen wir denn hier lang? Junge, das sieht alles so unnormal toll aus, ne? Ich weiß nicht genau, inwiefern halt das Spiel so einen einschränkt. Also kann ich jetzt hier einfach so drüber, oder? Ach, ich kann da einfach... Ach, man kann da einfach hoch! Alter, ich dachte, weiß ich nicht, hier wäre irgendwie eine unsichtbare Barriere oder sowas, aber... Da ist er. Komm her, du Sack! Erste Jagd, abgeschlossen. Ich habe einen Schmetterling umgebracht. Unsere Schwestern haben etwas zu essen. Also, das ging sehr schnell. Hör mal, ich habe ja gar nichts gemacht eigentlich. Ich habe den ja nur angesprungen. Kannst du auf so einen riesen Baum hoch und dann den ganzen Wald von oben sehen? Boah, das wäre krass. Ich glaube aber nicht. Warte, ich versuche mal ganz kurz da hinten hinzukommen. Ich denke aber, also irgendwo muss es ja eine Barriere geben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man da jetzt... Nee, niemals, oder? Kann ich da hinspringen? Ah, nee. Okay. Ja, nee, das geht leider nicht. Aber ich denke, es wird bestimmt so etwas storymäßig geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so Vorsprünge gibt oder so. Oder vielleicht mal, dass man so auf den Baum hochkraxelt. Ich muss einmal eigentlich langsam mal schlafen gehen, aber das ist so spannend hier alles. Das Leben einer Ameise ist sehr spannend. Ey, Junge, das sieht so toll aus.
Junge, das sieht so cool aus. Was haben wir hier? Oh, was passiert? Cutscene. Eine Cutscene mit Musik. So reisten wir also weiter. In Richtung unserer Schwestern. Ah! Da kommt ja eine. Kommen die also gerade vom Schlachtfeld oder was? Da kommen sie also alle wieder angerannt. Erwachen. Erreiche Belokan. Ah, und jetzt funktionieren auch die Cutscenes. Mikroids Presents. A game by Tower 5. Okay, das war jetzt gerade so das kleine Intro. Based on Bernard Weber's Saga. Oh mein Gott, der Mutterplanet! Alter, ist das geil! Empire of the Ants. Junge, wird hier geschuftet! Ist das krass. Alter! Sprich mit 25.000, rede mit dem Missionsgeber, wähle die Hauptoption, um eine Mission zu starten. Wende dich an einen Missionsgeber, um Einzelheiten über die Mission zu erfahren. Junge, ist es ein richtiges Storygame? Also eben sagte auch nochmal jemand zu mir, das ist eigentlich ein Strategiespiel, aber das fühlt sich gar nicht an wie ein Strategiespiel. Junge! Was haben wir hier? Sprich mit 327 auf Expedition. Entschuldige, keine Zeit für Geselligkeit. Wir wurden auf eine Expedition geschickt. Wo es warm ist, wo alles voller Leben ist, wo es vor Ressourcen für unsere Föderation nur so strotzt. Viel Glück. Ist das geil. Okay, warte mal, wir können jetzt dahin zu diesem Tannenzapfen oder was da liegt. Ich will mal ganz kurz gucken, was haben wir denn noch hier? Oh, wie süß! Wie die so alles vorbeitragen. Alter. Krass. Und guck mal, die sind viel kleiner als wir, ne? Wir sind viel größer. Wie die hier so lang gedackelt kommen. Ein neuer Eintrag in der Liste. Ein Pausus. Es ist ein Pausus. Schlaues Lebewesen. Vorsicht. Viele der Insekten sprechen unsere Sprache und können in unsere Städte eindringen. Ihr Ziel, Nahrung, Unterschlupf. Unterschlupf. Fürsorge von unseren Arbeiterinnen, bleibt wachsam. Alter, die sehen aus, hier unten rechts, die sehen einfach aus, als würden die Ameisen imitieren wollen. Ist das hier dieses Vieh? Alter, das ist ein Paususkäfer. Ist ja krass. Also bei Steam der Beschreibung steht tatsächlich Strategiespiel. Hä, wie interessant. Also vielleicht kommt das noch. Hallo, ich bin eine Ameise und eine Freundin von Belokan. Hallo, Schwester. Ich wollte da hinten hin, weil da ist so eine Sprechblase. Oh, da hinten sitzt eine Libelle. Oh, nicht ins Wasser. Okay, Wasser tödlich. Guck mal, da hinten sitzt eine Libelle. Ich check aber irgendwie nicht so ganz, wie ich mich fallen lassen kann. Das stand da bestimmt eben irgendwo, aber ich sehe es nicht. Ich hab's mir nicht merken können. Boah, die ist voll riesig, Junge. Früher Frühling. Du bist schon wach, 103. Dann nimm die Zeit, etwas zu essen und dich zu putzen, bevor du dich auf den Weg machst. Draußen erwacht der Wald wieder zum Leben. Verstanden, dankeschön. Hast du irgendwas über die Stadt zu berichten? Eine Expedition ist bereits in Richtung der Grenze der Föderation aufgebrochen. Ihr Auftrag ergab sich aus einer einfachen Frage von Mutter. Hast du dich jemals gefragt, was jenseits des Waldes liegt? Der Rest von uns hier, Belokan... Der Rest von uns hier, Belokan wacht Schwester für Schwester auf. Warum sind so wenige von uns wach? Wenn wir aus dem Winter zurückkehren, wachen wir langsam auf, jeder in seinem eigenen Tempo. Einige von uns wachen nie auf. Und Mutter legt bereits Eier. Eine neue Generation wird bald geboren.
mit Y fallen lassen. Okay, muss ich gleich mal gucken. Verstanden, dankeschön. Ah, die Libelle ist weggeflogen. Oh, da ist sie. Oh, die hört sich an wie ein Helikopter. Alter. Krass. Hilfe! Nein! Ich bin gestorben! Krass, man kann einfach sterben. Also Wasser bringt einen um. Ich liebe es vor allem, wie realistisch das aussieht und die Geräusche auch dazu. Unnormal geil. Also die Geräusche und dieser Artstyle ist so unnormal. Wow. Das war ganz schön viel Gedrehe, Alter. Wow, 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 wow. Ich wollte eigentlich noch mal kurz da hinten gucken, weil das sieht so toll aus, wie die hier diesen Stein runtergekraxelt kommen. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Verteidigungsanlagen der Stadt. Die Schützen sind auf den Dächern der Stadt positioniert und auf jede Bedrohung vorbereitet. Er hat es schon wieder geschafft, alles gut. Situation entschärft. Junge, das ist einfach, das ist die Gott-Ameise da oben. Ey, Junge, das sieht so cool aus. Ey, Junge, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal brauche. Wobei, ich glaube, ich habe schon öfters aber mal darüber nachgedacht, so von wegen, es wäre cool, so ein richtiges Storygame zu haben, wo man einfach so Tiere spielt. Aber Junge, Ameisen sind halt so cool. So, mit denen habe ich ja schon geschnackt. Mal gucken, wie lange du brauchst, bis du das Game brichst. Wiederaufbau des ersten Außenpostens. Okay. Ein tolles Ergebnis für die erste Jagd der Saison. Du musst stolz sein. Der Frühling ist ein kritischer Moment für unsere Stadt. Wir haben Meldungen über einen unserer Jagdaußenposten erhalten. Er wurde von Feinden überrannt. Es ist zwar nicht allzu schlimm, aber deine Hilfe wird gebraucht. Okay, vielleicht ist das der Strategiepunkt dann. Ich weiß, gemeinsam sind wir sicher. Ich werde dich dort treffen. Feinde? Was für welche? Termiten. Sie wurden heute Morgen gesichtet. Sie sind vor uns aufgewacht. Die Rückeroberung dieses Außenpostens würde uns mehr Zeit verschaffen, bis die Stadt völlig erwacht ist. Aber es liegt mitten im Gebiet der Feuerwanzen. Sie sind nicht so stark wie Termiten, aber sie sind trotzdem eine Gefahr für unsere Schwestern. Kannst du mir mehr über diesen Jagdaußenposten erzählen? Er ist wie viele andere unserer Außenposten unverzichtbar für unsere Föderation. Wir dürfen ihn nicht verlieren, 103. Wozu brauchen wir einen Jagdaußenposten? Wir wollen unsere Möglichkeiten zum Sammeln von Ressourcen erweitern und organisieren. Die Jäger sammeln die Nahrung, die weniger erfahrenen Arbeiterinnen verteilen sie. Solche Orte sichern der Föderation Nahrung und Vorräte. Ich werde nie wieder Ameisen durch normale Augen sehen können. Immer nur durch diese jetzt. Marie, einen wunderschönen guten Abend. Der Wiederaufbau des ersten Außenpostens. Okay, jetzt geht's los, Chat. Ich glaube, jetzt kämpfen wir das erste Mal. Oh ja, jetzt geht's los. Guck mal, wir haben jetzt oben rechts, warte. Ach, guck mal hier, das ist noch gar nicht richtig angepasst. Ganz kurz, in diesem Overlay. Ganz kurz die Spielaufnahme wieder großziehen. Zack. Guck mal, jetzt haben wir oben rechts auch Ressourcen. Okay, das ist ja jetzt wahrscheinlich dann so auch dieser Survival-Strategie-Part oder so. Wir haben 550 Apfel, Äpfel, keine Ahnung, da ist aber nur ein Apfel oder sowas. Und wir haben 550 Tannenzapfen. Sichere das Gebiet, halte LT gedrückt zum Zielen. Drücke RT beim Zielen, um deine ausgewählte Legion zu befehligen. Befehle deinen Soldaten, sich in den gelben Bereich zu bewegen. Das ist der Strategieaspekt. Alter, ich bin einfach der Anführer. Drücke LB oder RB, um die ausgewählte Legion zu ändern. Befehle deinen Schützen, sich in den grünen Bereich zu bewegen. Ah, unten kann ich... Ah, okay. Hier unten kann ich dann immer auswählen, wen ich nehmen will. Junge, wie geil sehen die denn aus? Cool. Okay, das sind also die Schützen. Und die Schützen sollen jetzt nach da oben... Warte, vielleicht muss ich erstmal vorgehen. So, ihr müsst hier hin. Zack. Los! Mein Ameisenvolk. Hey, wie krass.
Okay, cool. Die sind jetzt hier oben. Fange die Bedrohung ab. Wähle deine Soldaten aus und befehle ihnen, die Feuerwanzen anzugreifen. Oh mein Gott. Sie kommen. Das Böse. Fahre beim Ziel mit LT über die Feuerwanzen, Legionskarte und erteile einen Befehl mit RT. Angriff! Los! Okay, wie mache ich das, dass die jetzt auch schießen? Ah, die fangen... Oh mein Gott, der Krieg beginnt. Nieder mit ihnen. Nieder mit den Feuerwanzen. Boah, guck mal, wie die... Alter, die schmeißen einfach weg. Oh mein Gott, unsere Kollegen sind so stark, die schmeißen einfach die Feuerwanzen weg. Okay, wir haben also sehr krass gewonnen gerade. Erkunde das feindliche Nest. Nähere dich dem feindlichen Nest, um es aufzuspüren. Sobald du einen besonderen Ort erkannt wurde, wird er mit Fragezeichen markiert, wenn du dich nicht in seiner Nähe befindest. Der Status der besonderen Orte mit Fragezeichen können sich während deiner Abwesenheit ändern. Okay, also wir haben hier einen Tannenzapfen. Cool. Und das sind schon... Ah, warte mal, wir haben ja oben rechts auch Tannenzapfen. Das ist bestimmt irgendeine Ressource, die wir brauchen, schätze ich mal. Wie geht es der Hoheit heute? Aber mir geht es soweit gut. Ich hoffe, dir auch. Okay. So, jetzt müssen die dahin. Bewege deine Schütze in den grünen Bereich. Ah. Erstes Frühlingsnest. Okay, das müssen wir angreifen. Befehle deinen Soldaten, das gegnerische Nest anzugreifen. Nimm das Nest ein. Ah, das wird jetzt praktisch unser neues Zuhause dann. Okay, unsere Armee kommt. Sehr, Alter, dieses Geräusch. Boah, guck mal, wie krass die auch aussehen, diese Kampfameisen. Was die für einen dicken Schädel haben. Junge. Okay, und jetzt Angriff. Los. Wir brauchen diesen Außenposten hier. Los geht's. Auf sie. Boah, die sehen aber eklig aus, die Viecher. Nieder mit ihm. Boah, die sehen ein bisschen aus wie so Zecken in Weiß. Nice. Nest wurde erobert. Bewege dich zum Nest. Alter. Er finisht den richtig. Haut den noch ein paar Mal auf den Boden und boxt ihn dann weg. Okay, warum kommen da jetzt noch mehrere? Also jetzt kommen da wieder welche raus. Gehören die jetzt uns oder was? Hier sind das jetzt Kollegen, weil wir die eingenommen haben. Bewege dich zum Nest und drücke A zum Interagieren. Bewege dich auf den Bereich Legionen und drücke A, um ihn auszuwählen. Verteidigung, Legionen. Arbeiterin, Nahkampfeinheit. Ah, man kann die ja ausbilden dann. Bewege dich auf die Verbesserung Arbeiterin, drücke A, um Nahrung für die Herstellung zu verbrauchen. Jetzt werden die ausgebildet, oder wie? Tatsache, jetzt haben wir Arbeiterin gemacht, glaube ich. Okay. Ja, jetzt haben wir hier Arbeiterin in grün, wollte ich gerade sagen, aber es ist blau. Halte X gedrückt, um Nahrung zu verbrauchen, damit deine Arbeiterin schneller schlüpfen. Hm. Ah, da. Ah. Und jetzt verbraucht das oben das Futter. Oha. Und jetzt haben wir Arbeiterin. Cool. Schicke deine Arbeiterin zu dem Tannenzapfen. Ach geil, die fangen jetzt an, ihn dann abzubauen, oder was? Okay, ihr geht zum Tannenzapfen, meine Damen und Herren. Und ihr baut ihn jetzt ab. Bespucken die? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, was waren das denn hier? Das sind auch Ameisen, ne? Aber die haben voll die krasse Farbe. Alter, die sehen aus, als würden die so im Sand leben. Okay, so, bewege dich zum Nest und drücke A zum Interagieren. Mhm. Bewege dich auf den Bereich Verteidigung und drücke A zum Auswählen. Verteidigung. Errichte eine Barriere um dieses Nest, die erst zerstört werden... Warte mal, was? Errichte eine Barriere um dieses Nest, die erst zerstört werden muss, bevor Schaden zugefügt werden kann. Okay, eine Barriere? Verbessere bereits dieses Nest. Okay, das haben wir bereits. Interessant. Wie sieht der Was ist denn die Barriere? Sind das hier Barrieren? Arbeiterin. Ach, diese Hölzer hier. Nein. Alter, jetzt haben wir hier so Stöcke um unser Lager drumherum, damit die nicht sofort angreifen können, die Gegner. Okay, und dann sollen wir upgraden. Nestschützen. Verteidigung.
Verbesserung Nestschützen. Holzbarriere. Ah, hier, Nestschützen. Alter, guck mal, wie die hier wirklich so diese... Und die bringen jetzt auch noch die ganzen Tannenzapfsachen zu uns. Ey, das ist ja wirklich unnormal geil gemacht. Mobilisiert die Schützenameisen, die als Säuretürme dieses Nest verteidigen. Okay, wir haben jetzt also irgendwelche Beschützer. Gehe zur Zielmarkierung neben dem Nest. Drücke X oder halte X gedrückt, um den Bau mit Holz zu beschleunigen. Ah, hier, 7 Minuten. Ich kann das aber jetzt beschleunigen, weil wir eben Tannenzapfen gerade abgebaut haben oder immer noch tun. Das würde jetzt 6 Minuten... Oha! Wir haben einen richtigen Schutzwall. Nachdem du eine Legion ausgewählt hast, ziele auf die feindliche Legionskarte. Sende deine Legion aus und vernichte die feindlichen Termiten. Begebe dich nach oben für einen höheren Blickwinkel. Wenn deine Arbeiterinnen angegriffen werden, hören sie auf, Holz zu sammeln. Oh, da kommen die, ne? Scheiße. Warte mal, Chat, wir sollten die Arbeiterinnen zurückziehen. Okay, das ist also dann dieser Strategieaspekt. Und jetzt müssen wir unsere Legionen schicken. Und zwar sind das hier Gegner, also gegnerische Ameisen. Ach, warte mal, die wollen unseren Tannenzapfen haben? Ne, das können wir nicht verantworten. So, und die anderen, die Bogenschützen, kommen hier hinten hin. Nee, das können wir nicht verantworten. So, auf sie mit Gebrüll, auf die Termitenarbeiterin. Zack, 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 die wollen unseren Tannenzapfen klauen. Macht sie fertig. Angriff. Aber warte mal, die können ja eigentlich in der Zeit ein bisschen weiter abbauen noch. Krass, wie die hier so einfach sitzen und da so schießen. Heile deine Legion. Drücke LB, um alle deine Legionen auszuwählen. Okay, jetzt habe ich alle ausgewählt. Sende alle deine Legionen zu deinem Nest, um sie zu heilen. Okay, also ihr geht zurück ins Nest. Lass deine Legionen wieder zu voller Stärke wachsen. Legionen heilen sich langsam, wenn sie sich nicht im Kampf befinden. Wenn du sie in der Nähe eines befreundeten Nestes aufteilst, scheiße, kann ich es lesen. Das ging zu schnell. Verteidige deine Region gegen die gegnerischen Termitenlegionen. Oh shit, da kommen 2 Termitenlegionen an. Das sieht nicht gut aus. Smokey, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Bester. Können wir vielleicht noch irgendwie so upgraden? Verteidigung? Das haben wir schon hergestellt. Okay, die müssen sich jetzt auf jeden Fall heilen, weil wir werden jetzt angegriffen. Wo kann ich sehen, wie viele Leben die haben? Oh shit, da hinten kommen sie. Sie greifen an. Junge, das Leben als Ameise ist wirklich stressig. Man muss sehr viel kämpfen. Der weiße Balken links. Aber, ach so, war der nicht voll eben, dieser weiße Balken unten? Oder meinst du den weißen Balken hier? Ist das der hier? Okay, die fangen schon an zu schießen. Oh mein Gott. Angriff! Ihr müsst in den Krieg, meine Guten. Okay, eine haben wir platt gemacht, eine Legion. Boah, unsere Bogenschützen sind richtig krass. Okay, die haben wir fast. Nice. Okay, zurück, ihr müsst euch heilen. Und in der Leiste bei deinen Einheiten kannst du das jetzt auch beobachten. Ah ja, guck mal, die Arbeiterinnen, die sind auf jeden Fall ein bisschen angegriffen worden, wie frech. Send deine Legion zurück zu Belokan. Legionen heilen sich langsam, wenn sie sich nicht im Kampf befinden. Wenn du sie in der Nähe eines befreundeten Nestes aufgestellt, erhöht sich ihre Heilungsgeschwindigkeit. Drücke LB plus RB, um alle Legionen auszuwählen. Halte LT gedrückt, um zu zielen. Drücke RT, um deine ausgewählte Legion zu verschieben. Okay, warte mal. Ich will aber noch ganz kurz, dass sie sich voll heilen, die Arbeiter. Spielst du mit Controller oder Tastatur? Also ich spiele mit Controller. Also bis jetzt ist es auch sehr angenehm mit Controller. So, ich habe jetzt alle ausgewählt. Aber warte mal, eigentlich aber...
Unsere Arbeiterinnen müssen eigentlich noch das Holz mitnehmen, Chat. Keine Ressourcen dürfen hier verschwendet werden. Guck mal, 100, was heißt das? 173, sind das 173? Weiß nicht, Fußschritte? Holz. Eigentlich müssten die noch ein bisschen Holz abarbeiten, oder? Wir können auch keine Ressourcen zurücklassen. Bevor wir jetzt hier weiterziehen. Ihr macht das super, meine lieben Arbeiterinnen. Okay, also Chat, wir chillen uns jetzt hier ganz kurz hin. Ich gehe ganz kurz pinkeln und dann bin ich sofort wieder da. Wir machen ganz kurz eine kleine Aufnahmepause. Und dann erzählt ihr mir, wann ihr morgen aufstehen müsst. Denn wir haben schon wieder 1 Uhr einfach. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Chat, ich bin sofort wieder da. Ganz kurze Aufnahmepause. Ich muss nämlich unnormal dringend pinkeln. So, da sind wir sofort wieder. Kurze Pinkelpause gemacht. Nee, die waren weg. Ja, ja, die bringen die Ressourcen zum Nest, ne? Also da hinten hin, theoretisch. Also denke ich jetzt mal, keine Ahnung. Doch, doch, guck, jetzt gehen sie. Die ziehen jetzt los. Und dann bringen die das hinten zu unserem Nest. Damit wir das dann, glaube ich, abspeichern können. Okay, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal weiter, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, dass wir das Holz jetzt komplett mitnehmen, aber ich schätze mal nicht. Aber es sieht so süß aus, wie die so losmarschieren, ne? Chat, aber einfach mal ganz kurz als Frage an euch, wann müsst ihr denn morgen aufstehen? Falls ihr überhaupt aufstehen müsst. Einige haben ja immer Ferien oder Urlaub. Ich gönne es euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass euch der Stream bis jetzt gefällt. Also ich muss sagen, das Spiel ist krass. Also ich habe irgendwie mit irgendwie so einigen gerechnet, aber nicht, dass das auch jetzt sogar so einen Tiefgang hat, mit dass man so einen eigenen, ich nenne es mal so eine Legion oder so einen eigenen Stamm hat. Dass man jetzt auch wirklich aufpassen muss, dass sie da Ressourcen haben und so ein Zeug. Das ist ja übel geil. So, und guck mal, oben rechts füllt sich jetzt gerade unser Holz auf. Wahrscheinlich, weil die das gerade abladen da hinten. Egal, ich habe Urlaub, gar nicht. 11 Uhr, 6 bis 6:30 Uhr. Boah, das ist natürlich wieder absolut bodenlos. Die haben eine Raucherpause gemacht. Ach so, eine Raucherpause haben die gemacht, unsere Ameisen. So, jetzt sind die fertig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, reisen wir mal weiter mit unserer Legion. Und zwar sollen die nach Bellokan. Das scheint irgendwie da hinten zu sein. Ich kann ausschlafen. Sehr schön. Gar nicht am Morgen frei. Und diesmal wirklich. Nicht so wie heute. Sehr gut. Hätte ich ab 7. November ungefähr Zeit bis zur Freischaltung dieses Spiels. 1 Tag und 8 Stunden. Ja. Warum? Also warum sagst du? Hatte das jemand gefragt gehabt, wann das Spiel rauskommt oder was meinst du? Oh, ich liebe Moos, ne? Ich finde das so geil. Also, und auch wie schön das hier dargestellt wird. Ich liebe das schon echt unnormal, aber hier sieht das auch so geil aus, wenn man so mini ist. So, wir nehmen unsere ganze Armee mit nach hinten. Oh, da ist ein Schmetterling. Müssen immer aufpassen an die ganzen Angreifer hier. Verlasse den Jagd-Außenposten. Okay. Dachte, das wäre eine Demo oder schon draußen? Beides. Also es gibt eine Demo. Sieg. Okay. Es gibt eine Demo. Und das Spiel ist auch schon erhältlich. Aber dafür musst du, glaube ich, vorbestellen und die Deluxe Edition haben. Ja. Aber das hier ist nicht die Demo. Das ist das volle Spiel. Okay, also wir haben einen Sieg. Was auch immer das bedeutet. Ich denke, es ist etwas Gutes. Bellokan. Krass, okay, jetzt sind wir wieder zurück in unserem Hauptquartier. Brrrrp. Zurück in Bellokan. Nein, warte mal, gehen wir? Okay, jetzt die Frage, ne, gehen wir jetzt? Alter, es sieht so schön aus, ne? Junge, ich komme nicht klar. Das ist so Wahnsinn. Ich muss ganz viele Screenshots machen, weil das so toll aussieht. Wahnsinn. Guck mal, da oben ist auch noch ein Schmetterling. Geil. Das ist sehr imposant. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt in den Bau rein? Warte, ich will mal in den Bau reingucken. Warte, wie können wir da reingehen? Bei Steam steht aber Freischaltung erst morgen. Ich habe die Steam-Version. Aber wie gesagt, das Spiel müsstest du schon spielen können, wenn du die Deluxe-Edition hast. Schade, okay, können wir noch nicht rein. Vielleicht kann man das mal anders, aber wie cool. Ich habe übrigens eine Maus oder so in meiner Wand. Wurde die letzten 2 Tage geweckt, weil sich durch meine Wand irgendwas gräbt oder frisst. Und das ist extrem laut. Okay. Das hört sich krass an. Die Musik ist auch total süß. Oh, guck mal, Pilze.
Alter, die sehen ja geil aus. Warte mal, die muss ich meiner Schwester schicken, Chat. Meine Schwester, die Pilze. Boah, Alter, sehen die krass aus. Kann ich dir vielleicht mal eben ein Foto schicken? Die sehen übel krass aus. Junge, wie geil. Warte, ich muss ein Foto machen. Das ist richtig unangenehm. Du meinst, dass ich da was durch deine Wand frisst? Ja, das glaube ich, dass das unangenehm ist. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie? Dieses Geräusch, wenn da irgendwas über uns herfliegt, geil. Schlaf gut, Toni. Pass auf dich auf. Wir sollten jetzt gleich auch mal zum Schluss kommen, aber es ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Guck mal, jetzt sind oben rechts die Ressourcen weg. Kann es sein, dass das Spiel so eine Mischung ist aus, also eben so ein bisschen Management, dass man manchmal so Angriffe führen muss und so, aber auch, ja, eben Story? Sina freut sich. Wie ich hier so drüber fliege. Warte mal. Oha, ich konnte da gerade drunter gucken. Ist das ein Ameisenbau? Gehen wir da in eine Höhle rein? Ey, bitte keine Spinnen, ne? Bitte nicht. Ey, das sieht so krass aus. Wahnsinn. Oh nein, bitte keine Spinnen. Ich habe so Angst vor Spinnen, ne? Bitte keine Spinnen, Mann. Okay, 140. Wen haben wir da? 103, bist du beschäftigt? Wir brauchen Hilfe. Unsere jüngeren Schwestern bauen einen unserer Außenposten im Südosten wieder auf. Aber es geht nur langsam voran und sie brauchen deine Erfahrung. Gibt es irgendwelche Gefahren, auf die ich achten sollte? Es wurde nichts gemeldet, aber bleib auf der Hut. Im letzten Sommer hatten wir in der Gegend mit Spinnen zu tun, aber wir haben hart gekämpft. Solange es keine mehr gibt, sollte dieser Außenposten ruhig sein. Was hält sie auf? Unsere Kräfte sind weit verstreut und wir konnten nur unerfahrene Arbeiterinnen schicken. Eine erfahrene Schwester wie du könnte diesen Neulingen zeigen, wie man kämpft. Warum werden die Kleinen geschickt? Sie wollen unbedingt helfen und sie sind neugierig auf diese Welt. Was hast du gemacht, als du das erste Mal aufgewacht bist? Du bist bestimmt hinausgerannt, um deinen Schwestern zu helfen. Ich bin mir sicher. Oh nein. Befestigung. Oben steht sogar noch gemäßigt, mild, sonnig. Ey, es gibt bestimmt regnerische Tage, ne, in dem Game. Gleich gibt's einen Rage Quit, ja, ich glaube auch. Ah ja, guck mal, jetzt sind wir wieder mit unseren... Was? Warte, was ist denn jetzt los? Warum wird denn hier sofort angegriffen? Hallo, Zapperlot, Angriff! Was passiert hier? Was soll denn der Scheiß? Ich bin doch gerade erst hier reingekommen. Die sollen mal lieber abhauen hier, meine Grünen. Sobald deine Soldaten in den Kampf eingetreten sind, kannst du deine Schütze in das grüne Gebiet schicken. Achso, die sollen dahin. Sind Spinnen so stark in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung, ich finde Spinnen einfach unnormal ekelhaft. Und ich glaube aber auch, dass Spinnen gegen Ameisen sehr extrem sind. Drücke A beim Bereich Wirtschaft eines Nestes. Stell die Verbesserung Chemielabor her, die deine Stufe erhöht und neue Verbesserungen freischaltet. Das Verbessern deiner Stufe dauert eine Weile, also erledige dies, wenn du nicht in Gefahr bist. Wenn du Kartografen in der Kategorie Informationen herstellst, wird eine Minikarte angezeigt, die deine Nester, Legionen und gefundenen besonderen Orte zeigt. Stelle eine Pilzzucht und einen Holzplatz in unterschiedlichen Nestern her, um deine Ressourcenproduktion zu erhöhen. Pro Nest kannst du nur eine Verbesserung zur Ressourcenproduktion herstellen. Was? Junge, wie? Was? Ach, guck mal, oben rechts steht jetzt Stufe 1. Hä, wie heftig. Okay, ist das da hinten unser Jagdhauptquartier? Okay. Holzplatznest. Eine Pilzzucht. Ist das hier eine Pilzzucht? Das sind Feuerwanzen. Okay, das ist wirklich krass. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn hier? Also, interagieren. Wirtschaft. Okay, jetzt können wir einen Holzplatz bauen. Eine Pilzzucht. Ein Chemielabor. Und eine chemische Bibliothek. Talia, einen wunderschönen guten Abend. Was?
Okay, also wir fangen. Ich will erst die Pilzzucht sehen. Wie sieht die wohl aus? Okay, stell die jetzt her. Das dauert 5 Sekunden. Ein Chemielabor im Wald? Ja, natürlich. Wir machen jetzt einen auf Walter White als Ameise. Pilzzucht und Holzplatz können sie nicht im selben Nest platzieren. Okay. Was heißt das jetzt? Nester haben eine begrenzte Anzahl von Kammern. Ach so, wir haben jetzt einfach, also es ist unten jetzt eine Kammer. Produziert 10 Nahrung pro Minute. Okay, der Preis erhöht sich um 20 für jeden Platz. Okay, also das heißt, jetzt wird die ganze Zeit Nahrung hergestellt, ne? Okay, was haben wir hier? Lagererweiterung. Erhöht die maximale Lagerkapazität für Nahrung um Holz um 100. Ja, das ist ja so krass. Kann ich das Chemielabor denn aber bauen? Wirtschaft? Chemielabor, hier. Okay. Ob wir uns das ansehen können, ob das wirklich ein richtiges Labor wäre? Anni, weiß einen wunderschönen guten Abend. Nicht Walter White, sondern Walter Ant. Walter Ant ist es. Okay, das haben wir jetzt. Anni, es baut noch? Nee, ich glaube, es wird noch gebaut. Junge, es wäre voll lustig, wenn man das so richtig sehen könnte, so ein kleines Labor. Erinnerst du dich noch an die Zeit als Kind, als du krank warst und deine Mutter sich voll um dich gekümmert hat, so mit Tee und Essen und so weiter? Das hätte ich jetzt gerne. Boah, das ist schon geil, ne? Okay, was muss ich denn jetzt noch machen? Wenn du Kartografen der Kategorie Information herstellst, wird eine Minimap angezeigt. Ja, vielleicht muss ich einfach warten kurz. Feinschmecker, einen wunderschönen guten Abend. Walter Ant. Ich warte einfach mal kurz. 2 Sekunden. 1 Sekunde. Okay. Was haben wir jetzt also? Dieses Labor. Jetzt sind wir Stufe 2. Wenn du Kartografen in der Kategorie Information herstellst, wird eine Minikarte angezeigt. Aber wie... Ich check gerade irgendwie nicht so ganz, wie und wo. Ist es? Ah, hier. Ah. Okay, nicht genügend Kammern verfügbar. Heißt das jetzt, ich muss... Muss ich das jetzt ausbauen? Oder muss ich jetzt einfach ein anderes Jagdquartier einnehmen oder so? Guck mal, hier hinten vielleicht. Max, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Hallo, hallo. Ah ja, hier. Ah. Ach so, die gehören uns schon alle. Ich dachte, wir müssen die jetzt einnehmen. Okay, Informationen. Und dann wollen wir den Kartografen herstellen. Jetzt haben wir es. Und stelle eine Pilzzucht und einen Holzplatz her. Die Pilzzucht haben wir. Jetzt brauchen wir einen Holzplatz. Und jetzt haben wir unten rechts einfach eine Minimap. Hä, wie krass. Alles gut bei dir, Josh. Feinschmecker, bei mir ist soweit... Ja, ne, also jetzt gerade geht's mir gut, aber es ist immer wieder ein bisschen kritisch. Ich war letztens ziemlich krank, jetzt hab mich irgendwie voll ausgenockt und... Ja, gibt ein paar Probleme mit irgendwie Lunge und... Ach, keine Ahnung. Es gibt so ein paar Baustellen. Sobald das Chemielabor hergestellt wurde, drücke A im Bereich Informationen eines Nestes. Stell die Verbesserung Veteranenkartografen her. Junge, was? Das ist ja eine Wissenschaft. Veteranenkartografen. Zeigt alle Regionen nach Farben an. Von dir kontrolliert blau und umkämpft gelb und feindlich rot. Okay, stell ich jetzt einfach mal her. Okay, wenn du den Veteranenkartografen hergestellt, kannst du deine Minikarte mit R skalieren. Ach, jetzt kann man die einfach größer und kleiner machen, die Map. Aber voll lustig, dass man einfach Hard-Elemente bekommt, wenn man Upgrades macht. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache. Mike, mach's dir gemütlich. Ich kann morgen endlich mal ausschlafen, dann gönn dir auf jeden Fall. Bist du denn heute gut rausgekommen? Du warst ja gestern auch ziemlich lange noch im Stream. Drücke A beim Bereich Kräfte eines Nestes. Alter, wie umfangreich. Ruf Verstärkung, um geschwächte Legionen über 30 Sekunden lang leicht zu heilen. Das ist ja krass. Wähle deine Soldaten, ziele auf ihr Nest und halte dann A gedrückt, um sie zu verbessern, ohne dass sie zu ihrem Nest gehen. Halte A gedrückt. Wähle deine Soldaten, ziele auf ihr Nest
und halte A gedrückt, um sie zu verbessern. Ah, hier steht's. Okay, jetzt werden die verbessert. Veteranensoldaten. Okay. Wähle deine Schützen, ziele auf Vanessa und halte A, um sie zu verbessern. Okay, man kann die auch noch upgraden. Junge, das ist ja Wahnsinn. Aber warte mal, müssen die jetzt erstmal ins Nest gehen? Schützen, da. Verbessern. Ich wünsche dir schnelle Genesung, das ist sehr lieb von dir. Das wird schon alles. Okay, jetzt haben wir einfach Veteranenschützen und Veteranenkämpfer. Vernichte die Feuerwanzen, die den Ressourcenpunkt besetzen. Halte A gedrückt, um den Ressourcenpunkt zu plündern. Oh mein Gott, die haben Ressourcen. Ach scheiße, jetzt dauert es 2 Minuten da unten, ne? Warte, ich beschleunige das mal eben ein bisschen. So. Und die werden noch geupgradet. Boah, krass. Okay, die sind jetzt auf jeden Fall stärker. Meint ihr, das reicht aus, mit denen zu kämpfen? Ja, oder? Warte, ich schicke einfach mal die paar. Ah, ich kann die nicht, weil die sind im Nest. Warte, ich beschleunige das mal ganz kurz. Ich würde die Schützen nämlich eigentlich sehr gerne auch immer dabei haben, sodass die immer schön von hinten noch draufbolzen. So, und ihr greift jetzt da hinten das Nest an, denn wir brauchen mehr Ressourcen. So, meine Schützen, die stelle ich jetzt irgendwo... Ja, wo stellt man die am besten hin? Ne? Eigentlich müssten die irgendwo hoch. Aber ich würde sagen, ich stelle die hier hin. Und die greifen jetzt die Feuerwanzen da an. Also, meine Brüder. Meine Brüder, zieht in den Kampf. Für den Frieden und für die Ressourcen. Der Frieden war gelogen. Für die Ressourcen. Angriff. Okay, können die überhaupt so weit schießen? Okay, sie sind am Fighten auf jeden Fall. Okay, Jungs, ihr müsst schießen. Los. Greift sie an. Ja, sehr gut. Alles für den Loot. Alles für den Loot. Zerstöret sie. Konnte im Krankenhaus auch direkt weiterschlafen, weil ich nur hin musste, um Blut transportieren. Ah, okay, dann ist ja alles gut. Sehr gut. Nieder mit denen. Tada! Guck mal hier! Juni, die kämpfen wie so Wrestler! Okay, ins Nest schicken. Ah. Okay, die plündern das jetzt, glaube ich. Sieg. Sehr geil. Ey, das ist ja krass gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, Chat, im Multiplayer wird das Spiel richtig schwer sein. Also, und dann ist es auch wirklich wahrscheinlich ein richtiges Strategiespiel, weil dann kämpfen wahrscheinlich ja 2 gegeneinander. Ne, also 2 Stämme kämpfen wahrscheinlich so gegeneinander. Das ist bestimmt krass. The winner takes it all. Und zurück sind wir in Bellokan. Chat, wir müssen jetzt langsam wirklich mal aufhören. Aber wirklich, also unnormal interessantes Spiel. Warte mal, warum ist da oben eine... Nein, kann ich da hoch? Wirklich unnormal interessantes Spiel. Die Kampfaspekte sind ein bisschen sehr, also da muss man sich schon dran gewöhnen, sage ich jetzt mal. Aber Junge, also alleine durch diese Welt zu spazieren und sich einfach diese Wesen anzugucken und so, das ist ja krass. Die Musik, die Soundeffekte, das ist Wahnsinn. Und Ameisen sind wirklich sehr, sehr interessant. Ich finde die auch einfach in Real Life, ich liebe die, ich finde die toll. So interessante und faszinierende Wesen. Alter, die chillt hier einfach ganz oben drauf. Termiten. Was haben wir hier? Hast du schon gehört? Es wurden weitere Termiten gesichtet. Seltsam. Sie wachen meistens nach uns auf, aber vor den Bienen. Hoffen wir, dass diese Berichte übertrieben waren. Termiten? Hier? Normalerweise wachen wir zuerst auf, doch der Wald scheint bereits geschäftig zu sein. In der Stadt gab es Berichte über Termiten, aber sie wohnen so weit weg. Was könnte geschehen sein? Das weiß ich nicht. Die Stadt wacht immer noch auf und abgesehen von einer Expedition sind die meisten unserer Späher gerade dabei, Bellokan zu verlassen. Voll krass, dass es hier wirklich auch noch irgendwie so eine Storyline gibt, ne? Guck mal, da unten läuft unser Volk und bringt die ganze Nahrung zu uns. Deine Uhr geht falsch. Ist das so? Meine Uhr geht falsch. Warte mal, war ich da hinten? Ui.
Ich frage mich, ob vielleicht auch, also ich meine wahrscheinlich, oder? Weil eben stand ja auch so das Wetter oben. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es auch so Regentage gibt. Oder auch vielleicht Nachtkarten oder sowas, also so Nachtstories. Bestimmt. Ah ja, mit denen hatte ich gequatscht, ne? Mit dem Kollegen habe ich eben geredet gehabt. Ich hoffe es. Also eigentlich könnte ich schwören, dass es passiert. Oder, ja doch, also ich könnte wetten, dass es so ist. So, lass mal ganz kurz gucken, wer da vorne noch auf uns wartet. Und ich habe auf jeden Fall auch die große Vermutung, Spinnen. Also es wird definitiv Spinnen geben als Gegner und die sind bestimmt richtig krass. Und auch wahrscheinlich richtig widerlich. Also ich weiß nicht, ob ich das, boah, ich glaube, ich würde mich wirklich in Grund und Boden ekeln. An alle, unser südöstlicher Außenpost wird angegriffen. Die Termiten sind auf der Jagd nach unseren Ressourcen und unseren Schwestern. 103, wir brauchen dein Wissen und deine Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Die Zukunft von Bellokan hängt von dir ab. Wie viele Termiten gibt es dort? Laut der Meldungen bekommen Legionen von Termiten auf uns zu. Legionen von Termiten auf uns zu? Mehrere Gruppen, die separat unterwegs sind. Das könnte unsere Chance sein, die Termiten sind mächtig, aber uneins? Nutze diese Schwäche aus, um die Schlacht zu gewinnen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Wenn wir doch nur einen Friedensbund mit den Termiten schließen könnten. Eine junge Ameise kann Termiten als ihre Schwestern ansehen. Sie sind clever, leben auch in Städten und haben eine Königin. Sie essen jedoch kein Fleisch und ihnen fehlt unsere Neugier. Wie auch immer die Unterschiede sein mögen, sie sind nicht zu unterschätzen. Verwechsel sie also nicht mit Freunden oder Verbündeten. Seit Anbeginn der Zeit und bis zu ihrem Untergang waren und sind Termiten unsere Feinde. Dieser Außenposten kann nicht so wichtig sein. Mutter hat uns aufgetragen, uns zu vergrößern und ihn zu verteidigen. Viele unter uns haben ihre Aufregung gerochen. Sie braucht diesen Außenposten für den nächsten Teil ihres Plans. Krass. Ich bin auf dem Weg dorthin. Warm, trocken, tags. Steht jetzt oben rechts. Warum sollte da sonst trocken stehen? Es wird Nacht. Also die Zeit vergeht wirklich. Wow. Alter, also grafisch ist das ja wirklich einfach nur, also besser hätte man es nicht machen können, oder? Wenn ich mir das so angucke, also grafisch wirklich einfach nur der absolute Wahnsinn. Wahnsinn, also das, was heutzutage auch einfach so möglich ist, ne? Wow, ich glaube, da war wieder eine Biene gerade. Es sieht so schön aus, das ist... Ich wünschte, es würde noch einen Modus geben in dem Spiel, wo du so gar nicht kämpfen müsstest oder so. Und wirklich nur Story und du spazierst einfach durch diese Welt und du redest einfach mit verschiedenen Tieren. Also ich glaube, das würde mir schon absolut ausreichen. Ich bräuchte, glaube ich, gar nicht diesen Kampfpart, sondern einfach nur durch diese Spielwelt spazieren und mit den Tieren quatschen und vielleicht so Dinge über die Tiere lernen. Das wäre irgendwie geil, wenn es so einen Modus geben würde. Weiß ja nicht, ob vielleicht sowas kommen könnte oder so. Aber das wäre der Hammer. Weil das macht einfach nur Spaß, sich hier einfach alles anzugucken und einfach spazieren zu gehen. Das wäre mein Traumgame, das wäre schon wirklich geil. Also, müsste man mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass, also klar, ne, viele werden diesen Kampfpart richtig cool finden. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass viele wirklich auch sagen würden, ich fände es auch cool, wenn es wirklich so einen Spaziermodus geben würde. Alter, diese Geräusche. Okay, Chat, ich würde sagen, hier hören wir erstmal auf. Liebe Entwicklerwesen, bitte baut das mit ein, es wär ein Träumchen. Feinschmecker, hab einen wunderschönen Abend und pass auf dich auf. Guck mal, auch diese Details, wie sie sich da jetzt gerade so festklammert. Auch wie dieses eine Beinchen so rüber geht sogar. Hier, guck mal, dieses eine Beinchen, wie das auch noch so rüber geht. Und so, Alter. Ist schon wirklich süß, so diese Details. Okay, Chat, ich würde sagen, wir hören aber erstmal auf für heute. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Spiel ja wirklich sogar für den einen oder anderen etwas von euch. Ich finde es immer wieder beeindruckend, einfach was Videospiele heutzutage so auf dem Kasten haben und was man so machen kann. Also so wie sich das auch anfühlt in dem Spiel hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Studio ist, von denen das gemacht worden ist.
Aber es fühlt sich mit sehr, sehr viel Liebe gemacht an. Also, habe ich so das Gefühl. Es fühlt sich irgendwie sehr rund an, sehr gut verpackt. Und als wurde sich hier, also als hätte man sich hier wirklich auch Gedanken gemacht über dieses Spiel. Finde ich sehr, sehr geil. Okay, Chat. Dann würde ich sagen, klinken wir uns mal aus für heute. Es war ein sehr, sehr schöner Stream. Heute wieder 3 Stunden Stream gekickt, war auch wieder sehr, sehr geil. Ach, guck mal, jetzt sieht das Menü auch anders aus. Guck mal jetzt. Wie geil. Ich wünschte wirklich, es gäbe einfach so einen krassen Spaziermodus. Einfach so nur spazieren. Also selten ein Game gesehen, was einfach so toll aussieht. Guck mal, es gibt sogar ein richtiges Video dazu. Krass. Immer wenn ich erscheine, gehst du. Oh shit, vielleicht liegt es an dir. Das tut mir sehr leid. Ich meine, wir haben ja jetzt auch wieder, also 1:15. Also, Ladies and Gentlemen, es war mir mal wieder ein absolutes Fest. Auch hier an die YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen von dem Game. Wir können ja sehr, sehr gerne mal gucken, falls ihr euch das wünscht oder so, können wir da bestimmt auch nochmal reingucken. Wie gesagt, also der Kampfpart ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Aber man bekommt ja eigentlich alles so Schritt für Schritt beigebracht, was eigentlich wirklich cool ist. Aber sonst finde ich es wirklich Wahnsinn einfach, was Videospiele heutzutage so können. Und was für eine geile Idee, einfach einen Ameisenstamm anzuführen. Und also ich finde die Idee alleine einfach so unnormal geil. Also wirklich vielen, vielen Dank YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten VOD wieder. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Ein Küsschen geht raus und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Wir sehen uns YouTube. Tschüss. Dankeschön. Tüdelü. Ah ja, und falls ihr euch das Spiel selber kaufen wollt, sehr gerne bei meinem Partner Instant Gaming. Küsschen.